Hallo und herzlich willkommen zur Session und dem Impulsvortrag über die Veränderung der Arbeitswelt innerhalb des letzten Jahres in Bezug auf das soziale Miteinander. Ich bin Janis, ich bin von Haus aus Psychologe und arbeite seit 1,5 Jahren bei Cybert Media als Scrum Master bzw. Agile Coach. Und vor allem in dieser Rolle war es besonders spannend zu beobachten, wie sich der zwischenmenschliche Umgang miteinander verändert, wenn man sich nicht mehr tagtäglich live und in Farbe gegenübersteht. Ja, seit etwas mehr als einem Jahr befinden wir uns jetzt in dem größten Zwangsexperiment zur Remote-Arbeit der Geschichte. Und ich weiß noch, wie ich im März 2020 zum Kollegen meinte, du, wenn wir jetzt ins Homeoffice müssen, dann muss ich mir, glaube ich, eine neue Rolle suchen, weil Scrum Master aus dem Homeoffice heraus, das wird nicht funktionieren. Ich musste ja schließlich eng mit den Menschen zusammenarbeiten. Aber ein Jahr später kann man sagen, das Experiment ist geglückt und die Remote-Arbeit hat sich im Durchschnitt als absolute Alternative zur Vor-Ort-Arbeit herausgestellt, was die Arbeitszufriedenheit und Produktivität angeht. Das wird zumindest von diversen Mitarbeiterbefragungen gestützt. In dem Fall stammt dieses Fazit hier aus einer großflächigen Vorher-Nachher-Befragung der DAK Gesundheit mit mehreren tausend Befragten. Besonders schätzten die Menschen hierbei die flexible Work-Life-Balance, Wegfall von Arbeitswegen und den Zugewinn von Fokus. Das geht natürlich immer nur im Durchschnitt. Wer 7 Kinder daheim rumspringen hat, für den mag das im Einzelfall anders aussehen. Eine Sache bemängeln die Leute dann aber doch recht einstimmig, und zwar die Reduktion des direkten Kontaktes mit Kolleginnen und Kollegen. Auch als ich am Wochenende nochmal einen Blick in unsere Zufriedenheitsabfrage bei Cybert Media geworfen habe, da vergeht eigentlich keine Woche, in der sich nicht die Teeküchengespräche oder das gemeinsame Mittagessen zurückgewünscht werden. Und auch sämtliche Befragungen innerhalb des letzten Jahres kommen so auf circa 70-80% an Personen, die die soziale Isolation als größten Nachteil der Remote-Arbeit angeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, ist ja nicht sonderlich verwunderlich und außerdem sind wir hier, um zu arbeiten und nicht, um Freunde zu finden. So einfach ist es dann aber leider doch nicht, denn das Aufrechterhalten und erstmal das Aufbauen und dann das Aufrechterhalten von sozialen Beziehungen und Netzwerken ist ein absolutes Grundbedürfnis von uns Menschen. Und bei Nichterfüllung kann das im schlimmsten Fall sogar stärkere physische und psychische Krankheiten nach sich ziehen. Und wenn man jetzt überlegt, dass viele von uns bei einer 40-Stunden-Woche mehr Zeit am Tag mit Kolleginnen und Kollegen als mit Familie und Freunden verbringen, dann scheint es durchaus nachvollziehbar, dass soziale Beziehungen auch am Arbeitsplatz eine größere Rolle spielen. Tatsächlich wird genau das auch von diversen Befunden aus der arbeitspsychologischen Forschung gestützt. Und keine Angst, ich will da gar nicht zu weit ausholen, aber einfach mal ein paar Beispiele nennen, um die Wichtigkeit vom sozialen Miteinander auf der Arbeit zu untermauern. Beispielsweise zeigt sich, dass eine gute soziale Integration am Arbeitsplatz sowohl mit einer höheren Arbeitszufriedenheit als auch mit einer stärkeren Bindung ans Unternehmen bzw. geringerer Fluktuation einhergeht. Anders gesagt, wenn ich Freunde auf der Arbeit habe, dann bleibe ich auch eher. Und gerade für die Arbeitszufriedenheit sind soziale Beziehungen sogar wichtiger als sonstige Arbeitsbedingungen wie Arbeitsplatzgestaltung, sonstige Benefits, die die Organisation anbietet. Auch positive Zusammenhänge zu sozialen Beziehungen bestehen im Hinblick auf Motivation und das persönliche Wohlbefinden. Und gerade Letzteres sorgt dafür, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen deutlich engagierter und produktiver ihrer Tätigkeit nachgehen können. In den Punkten Kreativität und Innovation fördern soziale Interaktionen das Hervorbringen von neuen Ideen und das sich gegenseitige Inspirieren. Und gerade ein respektvolles Umfeld sorgt dafür, dass wir diese Ideen dann auch frei äußern und vorantreiben können und generell mehr miteinander kollaborieren. Und wie vorhin bereits angesprochen, wirken sich soziale Beziehungen auch positiv auf physische und mentale Gesundheit aus und damit wiederum auch auf die Krankheitsausfälle und Fehlzeiten. Und zu guter Letzt zeigt sich, dass Sozialunterstützung von Kolleginnen und Kollegen in einem vertrauensvollen Verhältnis das persönliche Stressempfinden deutlich mildern kann. Zusammengenommen ist das eine ganze Menge an wünschenswerten Outcomes, sowohl für mich als Einzelperson als auch im Sinne der gesamten Organisation. Und das ist jetzt nur mal eine Auswahl gewesen von den meist erforschten Effekten. Man könnte da ganze Bücher drüber schreiben, so viele Befunde gibt es da mittlerweile. Und jetzt kann man sich natürlich ausmalen, dass genau der Rückgang dieser scheinbar so wichtigen sozialen Beziehungen kleinere und größere Auswirkungen auf den Arbeitsalltag hat. Wobei, wenn ich mir mal meinen Kalender so anschaue
Und den Satz höre ich immer häufiger, dass Personen seit Corona eigentlich mehr Termine als vorher haben, weil einfach für alles ständig ein Meeting einberufen wird, weil man sich eben nicht mehr zwischen Tür und Angel sieht. Wenn ich mir meinen Kalender so anschaue, dann muss ich schon sagen, an Kontakt und Interaktion mangelt es eigentlich nicht unbedingt. Allerdings sind eben diese formellen Interaktionen in Meetings davon geprägt, dass wir Meetings normalerweise möglichst effizient abhalten wollen. Da muss ja was bei rumkommen. Häufig mit einer klaren Agenda und einem klaren Ziel. Und was die Menschen aber meinen mit, ich vermisse soziale Interaktionen, das sind in der Regel die spontanen Interaktionen und Verhaltensweisen. Das sind auch die Interaktionen, in denen sich Vertrauen und Kooperation bildet. Dazu gehören zum Beispiel das gemeinsame Mittagessen oder auch Afterwork-Events, die zufälligen Begegnungen in der Teeküche oder Cafeteria, das spontane im Raum bleiben nach Meetings, um vielleicht noch das ein oder andere locker zu besprechen, das Meeting-Revue passieren zu lassen, den ein oder anderen Gedanken zu teilen, das gemeinsame Arbeiten am gleichen Bildschirm und aber auch das tatsächliche physische Interagieren miteinander, wie hier zu sehen, die High Five, aber auch der Händedruck, das auf die Schulter klopfen und so weiter. Dinge, die wir in der normalen täglichen spontanen Interaktion an den Tag legen würden. All das sind die Situationen und Verhaltensweisen, die wegfallen und warum trotz formeller Meetings die Menschen angeben, dass ihnen soziale Interaktionen fehlen. Und nachdem wir jetzt über die Wichtigkeit von sozialen Interaktionen auf einer etwas abstrakteren Ebene gesprochen haben, möchte ich gerne im letzten Teil noch darauf eingehen, was denn der Wegfall dieser spontaneren Interaktionen tatsächlich in der Praxis im vergangenen Jahr im Detail bedeutet hat. Vor Corona sah es zumindest in mittelständischen Unternehmen bezüglich des sozialen Miteinanders ungefähr so hier aus. Man war mehr oder weniger gut vernetzt, kannte die allermeisten Personen, zumindest vom Sehen. Es gab vergleichsweise viel Austausch über Team- und Bereichsgrenzen hinweg und man verstand sich generell als Einheit und es gab so ein, wir sitzen alle im gleichen Boot, beziehungsweise wir ziehen alle an einem Strang-Gefühl. Was sich nun seit Anbeginn von Corona in vielen Firmen jedoch beobachten lässt, ist die Entstehung von Silos und Teamblasen, innerhalb derer sich Meinungen dann sehr schnell vereinheitlichen, aber der Blick über die eigenen Team- und Bereichsgrenzen hinaus immer seltener passiert und man stärker als zuvor eher nebeneinander herarbeitet, eben einfach, weil wir den anderen Personen, mit denen wir eben keine formellen Meetings haben, auch sonst kaum noch irgendwo spontan begegnen. Und das erschwert seit Beginn der Corona-Krise im sozialen Miteinander diverse Dinge. Das fängt an bei recht offensichtlichen Sachen, wie beispielsweise dem Onboarding. Es fällt Unternehmen remote deutlich schwieriger, neue Kolleginnen und Kollegen vor allem auch sozial in die Unternehmenskultur zu integrieren und ein Willkommensgefühl aufzubauen, so ein Wir-Gefühl. Mehr als vor der Pandemie haben neue Personen dann das Gefühl, eigentlich nur einen ganz kleinen Teil des Unternehmens zu kennen, weil sie auch die meisten Leute einfach wirklich noch nie zu Gesicht bekommen haben. Eine Auswirkung des Silo-Denkens und vor allem auch der empfundenen Isolation ist außerdem der sogenannte Negativity Bias. Das ist der Effekt, dass wir im Team oder als Einzelperson die Arbeit und Verhaltensweise anderer im Unternehmen kritischer betrachten und eher negative Absichten unterstellen und dann eher mal, wie der Mann hier im Bild, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn wir wieder mitkriegen, was Team XY da veranstaltet hat. Unsere Empathiefähigkeit lässt dann nach und wir tendieren eher dazu, andere abzuwerten, ohne mit ihnen im Austausch gewesen zu sein, beziehungsweise gerade weil wir überhaupt nicht mit ihnen in dem Austausch bleiben und sind. Und daran anknüpfend fehlt uns eben genau dieser informelle Austausch wiederum dabei, wenn es darum geht, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln, Alignment herzustellen, denn gerade der Austausch von informellem Wissen geht in der aktuellen Situation doch sehr stark zurück und somit entsteht der Eindruck, dass alle so ein bisschen vor sich hinarbeiten, aber nicht wirklich in einem Strang gezogen wird. Und gleichzeitig können wir aber auch Konflikte remote nur bedingt so gut austragen und ausdiskutieren, wie wir es im besten Fall noch vor Ort konnten. Und somit gibt es dann häufig auch keine Auflösung für die genannten Problematiken. Auch problematisch durch den Wegfall vor Ort Interaktionen ist der damit einhergehende Verlust nonverbaler Interaktion. Wir sehen uns eigentlich nur noch vom Hals aufwärts, so wie man mich jetzt gerade auch sieht. Und somit fällt es uns Menschen deutlich schwieriger, die Stimmung im Raum zu erfassen.
Sind da gerade noch viele Fragezeichen im Raum? Sind die anderen noch aufmerksam? Sind die anderen verunsichert? All solche Dinge können wir normalerweise sehr gut erahnen. Sie fallen uns momentan in der sozialen Interaktion allerdings schwerer zu beurteilen und wir kriegen einfach insgesamt weniger emotionales Feedback. Und wo wir gerade bei Emotionen sind, ein ganz wesentlicher Verlust ist auch die emotionale Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht gerade Schwierigkeiten haben, gestresst sind oder auch Privatprobleme haben. Hier neigen wir Menschen normalerweise sehr stark dazu, unsere Emotionen mit zur Unterstützung einzusetzen. Wir sehen es hier im Bild, die Hand auf die Schulter legen, Nähe zeigen. All das fällt aktuell weg und wird deutlich spürbar. Gleichzeitig gilt das mit der emotionalen Unterstützung, aber auch für den positiven Fall. Geburtstage, Schwangerschaftsverkündigungen oder einfach Danke sagen. Auch hier merken wir, dass wir einen Raum dafür brauchen, um solche Emotionen auch teilen zu können, weil sie eben nicht unbedingt auf der Meeting-Agenda einen Platz haben. Und gerade solche emotionalen Interaktionen, ob negativ oder positiv, haben einen sehr starken Einfluss auf uns, der häufig unterschätzt wird. Abschließend hierzu noch erwähnenswert der Rückgang von geteilten Erfahrungen. Wir Menschen sind seit dem Kleinkindalter, wenn wir vehement auf Dinge zeigen, um die Aufmerksamkeit mit anderen zu teilen, darauf ausgerichtet, Dinge gemeinsam zu erleben und davon zu zehren. Seien es gemeinsam Events, Weiterbildung, Erfolge, die man gemeinsam feiert. Solche Dinge schweißen uns auch bei der Arbeit zusammen, genauso wie sie es im Privaten auch tun. Doch auch diese gemeinsam geteilten sozialen Erfahrungen sind seit Beginn der Pandemie rückläufig und was damit einhergeht, auch soziale Rollen, die wir einnehmen. Die werden uns selber immer unklarer. Und damit meine ich nicht die formellen Rollen wie Abteilungsleiterin oder Product Owner, sondern die sozialen Rollen wie beispielsweise kritischer Beobachter. Bin ich Motivator? Bin ich die helfende Hand? Und so weiter. Das alles wird immer schwammiger für uns. Warum sollten uns diese Phänomene bzw. Herausforderungen, die ich jetzt gerade genannt habe, in der Remote-Arbeit überhaupt beschäftigen? Naja, wie aus der vorhin bereits zitierten Befragung der DRK Gesundheit, aber auch aus sämtlichen anderen Befragungen, die während Corona durchgeführt wurden, hervorgeht, möchten ungefähr zwischen 70% und 80% der Beschäftigten, die während Corona im Homeoffice gearbeitet haben, mittlerweile ja teilweise weiterhin remote arbeiten. Es wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zeit der hybriden Arbeitsform auf uns zukommen, bei der nicht mehr alle zu jeder Zeit im Büro vor Ort arbeiten. Einfach aufgrund der vielen Vorteile, die das Homeoffice mit sich bringt, wie eingangs bereits erwähnt. Und um jetzt den Bogen über den gesamten Vortrag nochmal zu spannen, soziale Beziehungen am Arbeitsplatz erfüllen laut arbeitspsychologischer Forschung wesentliche Funktionen für den Einzelnen, als auch für die gesamte Organisation. Neben den vielen positiven Effekten von Homeoffice-Arbeit leiden aber vor allem genau diese so wichtigen sozialen Interaktionen. Und wir können davon ausgehen, dass wir in Zukunft vermehrt mindestens mal hybrid arbeiten werden und die eben genannten Phänomene uns noch eine Weile beschäftigen werden. Zusammengefasst heißt das also, wir müssen uns was überlegen. Und da würde ich gerne abschließend noch 1, 2, 3 Dinge nennen, die wir heute schon tun können. Wir können nämlich vor allem Rahmenbedingungen schaffen. Dabei sei zum einen der Einsatz und die Integration von geeigneten Tools genannt, die ja auch einen massiven Boom während der Corona-Pandemie erlebt haben, mit rasanter Weiterentwicklung. Wir müssen in der Unternehmenskultur Raum schaffen für das soziale Miteinander, Events anbieten, aktiv zum Socializing ermutigen, uns auch selber vorleben. Und auch immer eine nicht zu unterschätzende Stellschraube, Führung. Sei es informelle oder formelle Führung, hier können wir durch partizipative Herangehensweisen dafür sorgen, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesehen und respektiert fühlen und somit das Vertrauen haben, sich auf der Arbeit authentisch zu präsentieren und in Interaktionen miteinander zu treten. So, ich hoffe, dass ich mit meinem Plädoyer für soziale Beziehungen am Arbeitsplatz ein paar neue Dinge mitgeben konnte. Und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle erstmal zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören und ich freue mich auf Vernetzung und Austausch zu diesen genannten Herausforderungen.